Hallo und herzlich willkommen zu unserem nächsten Quick-Tipp. Heute sitzen wir hier mit zwei Personen hier. Ich habe hier meinen Kollegen Bostian Ballasic dabei, der uns ein wenig etwas über das Pitch erzählen möchte. Hallo Bostian. Ja, hallo Jens und ein herzliches Hallo an alle Zuschauer. Genau, wir wollen einfach mal anhand von diesem Part, das wir hier sehen, einfach mal zeigen, wie wir solche Taschen ausgrenzen können in einer eventuellen Schruppoperation. Das heißt, ich habe hier jetzt einen Fall, ich habe ein Werkzeug, das halt eben in dem Bereich hier hinten etwas zu groß geraten wäre. Ja, das heißt, dass wenn unser Werkzeug hier eben reinfährt, genau, dann haben wir hier eben das Problem, dass sich das Werkzeug aufschwingt und das wollen wir nicht haben. So, wir hätten jetzt natürlich die Option zu sagen, wir gehen über die synchrone Konstruktion und löschen uns diese Bereiche hier raus. Das wollen wir aber nicht, weil wir dann eben ein zweites Workpiece brauchen. Ja, richtig. Erkläre mal ganz kurz, worum es hier im Eigentlichen geht. Wir haben jetzt hier schon mal so eine Cavity-Operation. Da würde das Werkzeug eben in diese Bereiche, in die es hereinpasst, würde es halt eben eintauchen, einfahren. Lass das mal ganz kurz ablaufen, dass wir das mal sehen. So, und das wollen wir halt eben vermeiden und wollen diesen Bereich halt mit dem nächst kleineren Werkzeug halt eben dann im Nachgang bearbeiten. Wir wissen, dass es in der Cavity Mill eine Option für die Kleinbereichsumgehung gibt. Das wäre jetzt mein nächster Schritt, den ich jetzt versuchen würde, ob das funktioniert. Ich erzeuge nochmal. Und wir sehen, dass diese Einstellung hier bei diesem Teil keine Auswirkungen hat. Ja, das wählt er nur, wenn ich jetzt zum Beispiel eine komplett geschlossene Tasche habe und würde da reinfahren wollen. Richtig, genau. So. Und jetzt zu dem eigentlichen Thema, was wir dann heute mal zeigen wollen. Und zwar diese Option nennt sich Patch-Öffnungen. Idealerweise auch schon in der Fertigungsumgebung verfügbar. Also wir brauchen nicht unbedingt zwingend eine Konstruktionslizenz. Funktioniert ganz einfach. Wir öffnen unser Dialogfenster und wählen jetzt hier einmal die zu schließenden Flächen aus. Das heißt, diese hier aus, diese. Diese. Alle, die diese Bereiche umschließen, müssen hier in dieser Auswahl getroffen werden und gehen dann im nächsten Step auf Kante auswählen, selektieren hier die Kanten, die den Bereich schließen sollen. Und jetzt wichtig, nicht auf OK klicken, sondern wir sagen jetzt hier Ergebnis anzeigen. Wäre das Ergebnis jetzt hier nicht zufriedenstellend, sagen wir, wir gehen wieder auf Ergebnis rückgängig machen und gehen dann eben Schritt für Schritt diese Auswahl hier durch. In meinem Fall hat es jetzt beim ersten Mal gleich funktioniert. Hätte ich jetzt eben so ein Ergebnis, würde ich wieder das Ganze rückgängig machen und eben dann den nächsten Step machen. Ich bleibe jetzt hier auf diesem aufgepolsterten Patch und sage ja, das ist das, was ich erreichen wollte. So, ich gehe wieder zurück in meine Cavity Mill. Und da haben wir jetzt in den neueren NX-Versionen eben die Möglichkeit, dass wir solche Flächen, die nicht zu der Teilegeometrie dazugehören, mit in die Auswahl mitnehmen können. Das heißt, ich blende mir mal kurz die Werkzeugwege nochmal aus. Ich wähle hier meine Bearbeitungsflächen jetzt aus für die Cavity-Operation. Einmal die ringsherum, die ich bearbeiten möchte. Und sage einfach erzeugen. Vorteil an dieser Geschichte ist, ich kann jetzt meine Patch-Öffnungen hier ausblenden. Die Option ist im Hintergrund oder die Fläche ist im Hintergrund immer noch verfügbar. Und wenn wir jetzt die Cavity einmal durchlaufen lassen, sehen wir, dass wir hier einen schönen geschlossenen Bereich haben und einfach mit der nächsten Operation fortfahren können. Und nicht umständlich wieder irgendein zweites Workpiece uns heranziehen, sondern einfach flexibel sind und einfach die Bereiche, die wir eben ausgrenzen, schließen. Ja, das gibt doch ein sauberes Ergebnis. Ja, vielen Dank, Bossi. Danke für die Informationen.
Und ich hoffe, das Video hat Ihnen auch wieder gefallen. Ich würde mich freuen, wenn Sie unseren Newsletter abonnieren, wenn Sie einen Daumen hoch da lassen und uns auch mal auf unserer Webseite besuchen. Ich würde mich freuen, wenn Sie das nächste Mal wieder dabei sind. Tschüss sagen, Bosi Balasic Tschüss. und Jens Hegler. Ciao.